Hallo, grüße euch. Paraguay Live, ich bin der Bett und herzliche sonnige Grüße wie immer aus dem schönen Paraguay. So, jetzt müsste ich mich wieder in den Schatten bewegen, weil ich mache wieder zu spät das Video, sodass die Sonne wieder zu stark scheint. Aber das heutige Thema wird wiederum, da wir 18 Jahre hier in Paraguay sind, werden wir euch gerne aus den 18 Jahren berichten, und zwar eure Fragen. Und zwar komplett gratis und kostenlos. Warum? Es ist ganz einfach. Ich verdiene mein Geld an anderen Sachen und nicht an Basisinformationen. Deshalb, wie gesagt, möchte ich einige Sachen klarstellen, und zwar kostenlos. Also, falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. So, also nochmal werde ich euch das Video, wo ich über die einfachere Auswanderung spreche, hier links nochmal verlinken, falls ihr nicht gesehen habt. Ganz kurz, nochmal kurze Bestätigung für alle, die mich kennen und die auch unserem Team vertrauen. Also ja, Apostille ist komplett ausreichend für die deutschen Staatsbürger, um die Dokumente, um die Einwanderungsdokumente, wie den Daueraufenthalt, als auch den paraguayischen Personalausweis zu beantragen und später auch zu erhalten. Thema abgeschlossen. Hier nochmal eine Frage aus Kasachstan. Liebe Grüße bzw. aus Deutschland. Gut. Auch in Kasachstan braucht man eine Geburtsurkunde. Ja, da habe ich ja viele Anfragen, und wie gesagt, die kann auch gerne auf Russisch sein, also muss nicht auf Kasachisch sein, ist überhaupt gar kein Problem, und mit Apostille versehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Okay, also damit, glaube ich, ist die Frage schon beantwortet. Also hier habe ich ja noch Fragen, die das Gesundheitszertifikat betreffen. Also im Prinzip ist es ziemlich einfache Angelegenheit. Also grundsätzlich geht es praktisch nur um, also nur in Anführungszeichen, um ansteckende Krankheiten, wie AIDS zum Beispiel. Also das hat mit Pflegestufen von gewissen Personen wenig oder gar nichts zu tun. Und das hat logischerweise auch nichts mit der Einwanderung zu tun. Also danach werden die Leute nicht beurteilt. Von daher macht ihr euch darüber gar keine Gedanken. Das Gesundheitszertifikat kann man auf jeden Fall hier vor Ort direkt beantragen. Also ist überhaupt gar kein Problem. So, da gibt es noch Frage bezüglich der oder des Containers. Also da muss ich passen, weil wie gesagt, als wir vor 18, fast 19, sagen wir 18 Jahren ausgewandert sind, haben wir auf jeden Fall den Container gekauft. Und zwar gebraucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das also wirklich mit die beste Entscheidung war. Wir haben damals, ich glaube, waren es um die 800 Euro, einen gebrauchten 20-Fuß-Container gekauft. Und im Prinzip es verschiffen lassen. Das hat uns damals gute 3.000 Euro gekostet, inklusive Container. Jetzt keine Ahnung, aber es kursieren Gerüchte, dass es um 7.000, 8.000 Euro kostet. Gerne bitte in den Kommentaren, also die Leute, die davon Ahnung haben, beziehungsweise vor kurzem eingewandert sind, gerne bitte mit anderen mitteilen, wie viel so ein Container bzw. ein Umzug kostet. Okay, danke. Damals haben wir auch entschieden, okay, wir nehmen keinen 40er, also
größerer Container, sondern im Prinzip ein 20er-Container, weil ungefähr 3x6 Meter ist, also 3x in die Breite, 6 Meter in die Länge. Und es hat vollkommen ausgereicht für uns. Okay, wir müssten einige Sachen abgeben, verkaufen, wisst wie das geht. Also man kriegt nie gerade alles so hin, wie man es gerne haben will. Aber auf jeden Fall hat sich für uns damals gelohnt, zumindest ja für meine Frau. Ich hing an diesen Sachen nicht so zu sehr, aber wie gesagt, gut, meine Frau schon, also Teller, ja, also ich sage mal ganzen Besteck, Bilder, ach was, wieder alles inklusive Pflanzen, die man normalerweise gar nicht mal mitnehmen darf. Okay, also Container müsst ihr euch erkundigen. Damals, wie gesagt, war es noch preiswert. Man muss sich auf jeden Fall nochmal erkundigen oder sich selber Gedanken darüber machen, lohnt sich nicht. Also mittlerweile, also vor 18 Jahren, gab es kaum anständige Sachen hier in Paraguay, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab auch nicht keine Baumärkte oder solche Riesengeschäfte, die es heutzutage gibt. Von daher also für die junge Generation, man müsste sich wirklich überlegen, ob es sich auf jeden Fall lohnt, einen ganzen Container mitzunehmen. Beziehungsweise, wenn man natürlich mit mehreren Familienmitgliedern auswandert, ja, ich sage mal Großeltern, Eltern und die Kinder, also mit 5, 6, 7 Personen oder 8 Personen, das lohnt sich auf jeden Fall, weil pro Kilo bzw. pro Kubikmeter kostet das auf jeden Fall mehr als, glaube ich, um die 200 oder sogar mehr, 200 und x Euro pro Kubikmeter. Da können sich auch gerne Leute dazu äußern, die, sage ich mal, jetzt vor kurzem ausgewandert sind und per Kubikmeter die Ware bezahlt haben. Vielen Dank. So, und noch die letzte Frage. Viele Fragen, weil das ist ein Thema, wo ich also wirklich ein riesengroßes oder langes Video darüber machen könnte, was ich grundsätzlich vermeide. Deshalb ganz kurz, viele Fragen, wovon lebt man hier? Oder wie macht man? Gibt es eine Stütze? Oder wie macht man, wenn es das Geld ausgeht? Wie auch immer, genau. Das ist wirklich ein separates Thema und ganz wichtiges Thema. Ich schaue mir gerade die Vögel an. Toll. Deshalb, da vergessen auch viele. Danke und liebe Grüße nach Bielefeld, unter anderem auch nach Berlin. Da kamen auch viele Fragen diesbezüglich. Wie gesagt, was wichtig ist, macht euch bitte Gedanken vorher. Ja? Also es ist ganz einfach, die Klamotten zu packen und sagen, komm, ich wandere ja aus. Das ist sehr einfach. Aber wie in unserem Fall, 18 Jahre hier in Paraguay zu leben und gut zu leben und zurechtzukommen, das ist wieder andere Sache. Ja? Also wir bräuchten ja nie die Leute über den Tisch zu ziehen. Es gibt viele Leute, viele Informationen auf YouTube, Google und so weiter, die mit der Wahrheit, mit der Realität nichts zu tun haben. Also bitte Finger weg. Wie gesagt, ich habe es nicht nötig, nach so vielen Videos und nach so vielen Jahren Aufenthalt, die letztendlich für mich persönlich sprechen, als auch für das ganze Team, Paraguay Live Team, wovon ich immer rede. Wir haben wirklich erfahrene Leute, die wissen, was sie tun. Das heißt, wenn sie die Sachen über uns erledigen lassen, da haben sie mehr als 100%ige Sicherheit, dass es funktioniert. Okay? Und es gibt nicht billig und teuer, also billig kommt immer teuer. Von daher bitte drüber nachdenken und macht die wichtigsten Sachen daran, spart ihr kein Geld und benutzt euer Kopf und lässt das Gehirn nicht beim Zoll liegen. Okay, wir sind immer noch in Paraguay und vergisst Deutschland, komplett vergisst es Deutschland. Sowohl bei den Dokument, Aufenthalt, ja? Personalausweis, sprich von dem paraguayischen Personalausweis, dazu sind logischerweise auch die paraguayischen Behörden zuständig, auch für das ganze Leben. Sucht ihr nicht unbedingt die deutschen Kolonien, das haben wir auch nie getan. Warum, weshalb, weswegen?
ihr könnt euch selber nicht einschränken und sagen, Mensch, ich will eine Kolonie leben, ich könnte es nie machen. Ja? Dass mir einer von oben sagt, ach Pitt, weißt du was, mach das, 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 weil bei uns so und so und so ist. Nein, 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 nein. Da habt ihr schon gescheitert, bevor ihr überhaupt hierher gekommen seid. Meine persönliche Meinung. Von daher passt auf euch auf. Wie gesagt, immer die Fragen unten in den Kommentaren bitte. Hashtag Paraguay Live oder Hashtag und eure Fragen, sodass wir nachher die Fragen richtig sortieren können und euch die Fragen viel schneller beantworten können. Okay? Vielen Dank für eure Zeit. Wie gesagt, links gebe ich nochmal weitere empfehlenswerte Videos aus unserem Kanal und stellt immer die Fragen und ihr kriegt auf jeden Fall die korrekten Antworten. In diesem Sinne, mach's gut, immer positiv eingestellt und Likes nach oben, teilt das Video in den sozialen Medien und wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut, danke, ciao, ciao.